Moin Leute! Vor ein paar Wochen habe ich ja das neue Palutenspiel von Mr. Lux gezockt, wo unter anderem German Let's Play als Boss am Start ist. Da ist German Let's Play. Und soweit ich weiß, schießt er Sachen, genau, zu dem Spiegel, damit er sich selbst abschießt. Let's go! Und jetzt, meine Damen und Herren, hat Mr. Lux wieder gezaubert. Und zwar gibt es jetzt ein German Let's Play Spiel. Passend zum Spiel gibt es übrigens auch eine kleine Reaction auf meinem Team Paluten Kanal. Schaut dort sehr, sehr gerne mal vorbei. Oh, Manuel, du bist aber hübsch. Aber ich muss sagen, ey, den hat er echt gut getroffen. Das Game kann man sich übrigens auch kostenlos runterladen. Das ist einfach nur ein ganz kleines Just-for-Fun-Game. Gibt es auch nur für den PC, soweit ich weiß. Und wir zocken das jetzt einfach mal. Zack. Oh. Ich weiß natürlich schon ein bisschen von dem Game, weil ich mir halt sein Video dazu angeguckt habe. Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel, was man sich runterladen konnte. Es hat so ein paar Ähnlichkeiten mit dem Paluten-Game, weil es auch, ja, so Singleplayer-Fall Guys-mäßig ist. Ja, wartet. Wartet, Manuel, ganz vorsichtig. Cut. Junge, das hat gescheppert. Ah ja, stimmt, Manuel kann auch schießen. Das war in dem Paluten-Game ein bisschen anders. Ich muss jetzt mal aufpassen. Durch, durch, durch. Durch, durch, durch. Oh, ja, sehr gut, Manuel. Du bist so krass. Oh, er hat Checkpoints hinzugefügt. Das ist auf jeden Fall nice. So. Alter, jetzt aber ich komme gleich rüber. Was mache ich denn falsch? Kann ich sprinten? Ach nee, ich muss sprinten. Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Krass, Manuel. Und immer kleines Lächeln auf den Lippen. Der Boden hier ist übrigens so eine Art Lava. Das war echt cool in dem Video, wie er das alles erklärt hat, weil das ist eigentlich Wasser, was er einfach nur umgefärbt hat. Und zack, ist es Lava. Was bringt das? Oh! Oh ja, wartet. Hui! Und Landung. Und ich weiß nicht, seit wann Manuel einfach ein freaking Kamehameha kann. Kamehameha. Sieht ganz cool aus. Und damit können wir halt bam, bam, bam diese Dinger einfach easy going zerstören. Hier rüber, ja, kein Problem. Oh, da hinten sind nochmal so ein paar Schwingeldingels. Sprung, 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 Sprung. First try, easy. Mini-Palu, was hältst du denn von dem Spiel? Ja, mega geil an alle. Ja, super geil, finde ich auch. Ich habe übrigens heute eure ganzen Autogrammkarten für Mini-Paluten und die Sommerbox losgeschickt. Die sollten jetzt bald im Lager ankommen, sodass das auf jeden Fall alles klappt. Mein Arm, ja, dem geht's eigentlich ganz gut. Der ist das mittlerweile auch gewöhnt, die ganzen Autogrammkarten zu unterschreiben. Nee, manchmal habe ich da schon Schmerzen. Ja, er auch. Also um Gottes Willen, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber es ist schon krass, weil das Handgelenk natürlich nicht da, worauf ausgelegt ist, irgendwie über mehrere Stunden. Alter, wie weit geht denn? Ah, da vorne. Wenn wir da reinkommen, dort treffen wir auf den krassen Endgegner. Und zwar Paluten. Oh, easy. Also ich muss sagen, die gelben Dinger sind bis dato. Sprung. 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 Die, die mir am meisten Sorgen machen. Was machen die hier? Ach so, das sind kleine Jump Pads. Ja, einfach weiter. Einfach weiter. Einfach. Oh, warte, warte, warte. Ein Lavameer. Sieht schon ganz cool aus. So, rein zu Paluten. Oh Gott. Junge, da ist er. Das sieht so cool aus. Oh, sag mal, Paletto. Gott, ja, warte, ich muss ihn abschießen. Und ich darf nicht von seiner Sprungattacke getroffen werden. Ja, aber warte mal, er springt. So. Nee, 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 nee. Okay, man muss so leicht ausweichen. Bei der Sprungattacke. Sag mal, der hat doch einen Cheatcode. Jetzt lass mich doch mal, ich muss mich doch umdrehen. Schuss. Aua, hör auf mich zu schlagen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ein Treffer. Jetzt kommt die Sprungattacke. Sag mal, der saugt sich an mich ran. Ich schieße jetzt einfach. Bam. Bam. Nimm das, du miese Abfall. Ah. Okay, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Weil, wenn ich hier mich einmal drehe und er mich hier schlägt, dann ist das, glaube ich... Na, also so an der Ecke. Guck mal, wenn ich jetzt an ihn rangehe, genau, ich werde nicht komplett katapultiert. Ey, deine blöde Sprungattacke. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Paluten. Nee, mach jetzt nicht diesen. Ja, du, nein. Okay,
okay, warte, ich habe jetzt die beste Taktik. Warte mal, ich kann auch springen. Vielleicht, wenn er mich schlägt. Oh ja, als ob. Als ob. Es schlägt nicht. Doch, es schlägt doch. Aber Junge. Oh ja. Ja, jetzt hast du den Salat. Kamehameha! Kamehameha! Warte, direkt am Anfang. Ja, ja. So, bam, bam. Oh, ich habe ihn gleich. Warte mal, was ist die? Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Genau, das ist nämlich gar nicht so schlecht jetzt. Ja, er darf mich halt nicht doppelt treffen. Wartet ab, Leute. Ich habe jetzt die Taktik. Das ist die geheime Super-Taktik. So, ich muss jetzt ein bisschen wegspringen. Wegspringen, wegspringen. So. Ja, ja, warte. Jetzt. Komm, mehr Damage. Mehr Damage. Der kommt, die Sprungattacke. Alter, ich hatte ihn fast. So. Ja, die müssen aber alle sitzen. Ich muss jetzt gucken, dass ich springen. Jawohl, das war nice. Das war, jetzt war, aber ich bin doch nicht unten. Nee, deine nervige Sprungattacke. Ich schaff's. Jetzt drehen, Schuss. Nein, Schuss. Ja, nimm das, Paluten. Herzlichen Glückwunsch. Abonniert Mr. Lux. Ja, gerne. Oh, guck mal, wir haben Paletto geheilt. Also ja, wie gesagt, schaut gerne bei Mr. Lux vorbei. Das Spiel ist jetzt kein offizielles Spiel oder sonst was. Er hat es einfach in seiner Freizeit programmiert, sodass andere Leute es kostenlos spielen können. Da steckt nichts, da ist einfach nur ein Just-for-Fun-Game. Für alle Leute, die Lust haben, die einen PC haben, die können das da drauf halt spielen. Und ich muss sagen, ich finde das echt cool. Also, schaut gerne bei Mr. Lux vorbei, schaut bei German Let's Play vorbei, schaut auch gerne bei meinem Team Paluten-Kanal mal vorbei, falls ihr den noch nicht kennt. Da lade ich täglich Reactions hoch über die komischsten Videos. Ich habe zum Beispiel auf ein Video von Maxify reagiert. Also, er hat sehr viel gestöhnt. Es war ein bisschen komisch. Hier ein kurzer Clip. Attention shoppers, can I get a... Oh yeah? Alter. Danke, Maxify. Gibt aber noch vielen anderen lustigen Kram. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem kleinen Video von dem süßen kleinen German Let's Play und seiner Reise, um Paluten, der verzaubert wurde, wieder zu entzaubern. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal verlinkt und weitere Videos. Klickt da gerne drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.